Vampire in Hogwarts? Ja, genau, Vampire in Hogwarts. Wer hat Fatsch den Merlin-Orden gegeben und was war Azkaban früher? Meine Damen, meine Herren, lasst ein Like da, abonniert unser Kanal. Genau, Vampire in Hogwarts. Das wurde lange Zeit spekuliert. Viele Fans dachten, dass Snape ein Vampir sei. Wir wissen jedoch, dass dies nicht der Fall ist und auch Rowling bestätigte, dass er kein Vampir ist. Jedoch sagte sie auch, dass sie anfangs einen Vampir als Professor auch in Hogwarts erstellen wollte und sie sich dagegen umentschied. Aber hey, wir sind doch ehrlich zueinander. Im ersten Buch, vor allem auch im Film, könnte man schon geben, dass Snape irgend so Vampirartiges hat. Sind wir doch ehrlich. Wer hat Fatsch den Merlin-Orden gegeben? Der Zaubereiminister Fatsch hat sich den Merlin-Orden selbst gegeben, obwohl dies ein sehr heiliger und anerkannter Titel ist. Einer der bekannten Charaktere, die wir kennen, die den Titel hat, ist auch Dumbledore. Wieso auch Fatsch sich den Titel gegeben hat, lässt sich, glaube ich, selbst erklären. Und was war Azkaban früher? Azkaban ist ja, wie wir alle wissen, heute ein bekanntes Gefängnis, aus dem niemand entkommen kann. Die Black Sirius, Sirius, Bella. Aber was war sie früher? Vor Jahren war es die Unterkunft vom dunklen Zauberer Ekriditz. Als dieser Ekriditz gestorben ist, wurden die dunklen Flüche aus Azkaban aufgelöst und man fand diesen Ort und änderte es als Gefängnis. Also, ja, dass ein Zauberer dort leben kann, ist ja schon mal die eine Frage, dass ein böser, dunkler Zauberer ist, erklärt einiges, aber dass du dann dort dein Gefängnis aufstellen willst, vielleicht weil du keine Steuern zahlst, Boden, keine Ahnung was zahlst, aber mit den Dementoren und so, ich weiß nicht, ob das die beste Idee war, aber ja, also besser als in London, hast du irgendwo dort ein Gefängnis, ist ja auch irgendwo verständlich, aber trotzdem, es ist mir sehr unheimlich, also Das waren die Fakten. Lasst ein Like da, abonniert uns und bis zum nächsten Mal.